Blick in die Sackgassen der neuen Ökonomie mit Natur. Ich möchte über die nächste gute halbe Stunde einfach mit Ihnen zusammen diesen Blick werfen hinter die Fassaden der neuen Ökonomie mit Natur, der grünen Ökonomie seit dem Erdgipfel 2 2012 in Rio. Hört man überall von der grünen Ökonomie. Die schmutzige, braune, naturzerstörende Ökonomie soll grün werden. Das drückt sich in ganz vielen Symbolen aus. Man oben sieht aus einem Heft, einer Broschüre, einer Zeitschrift, die IUCN herausgibt, Biodiversität schützen, ein ökonomischer Ansatz. Und da hat man den Bankautomaten im Baum. Da sprudelt das Geld raus, mit dem man der Natur schützen können soll. Oder das World Business Council for Sustainable Development, eine der wichtigsten Lobbyorganisationen auf UN-Ebene für Unternehmen und den Privatsektor, hat mehrere Broschüren herausgegeben, unter anderem ein Handbuch, in dem sie Anleitungen geben für Konzerne, die naturzerstörend wirtschaften, die großen Bergbauunternehmen, die großen Ölkonzerne, die großen Infrastrukturkonzerne, wie sie ihren Naturverbrauch berechnen können und diese Naturzerstörung ausgleichen können. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück, was da auch hintersteckt. Oder Holz sind hier unten, Zementkonzern, Zementunternehmen aus der Schweiz, die zum Beispiel im Rahmen dieser World Business Council for Sustainable Development Initiative ein Fallbeispiel beigetragen haben, wie sie eine neue Konzession für den Abbau von Kalkstein in der Schweiz erwirkt haben, indem sie die bereits genutzten, vernutzten Bergbaugebiete wiederum gebaut haben. Und das hat dann geholfen, das Bewilligungsverfahren für den Ausbau des Bergbaus zu erleichtern. Oder hier unten, Grün und Grün vermischt sich oder Grün und Grün trifft sich. Das Grün der Natur trifft auf das Grün des Geldes. Natürlich bei uns mit dem Euro ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, aber der Greenback, die Währung aus dem Land, in dem die Denkschmieden sitzen, in dem dieser Ansatz auch maßgeblich mit gedacht wurde, da passt natürlich diese Analogie. Das Grün verbindet sich mit dem Grün und das kann nur eine fruchtbare Symbiose sein. Und wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen mit Ihnen den Blick helfen zu schärfen für die Sackgassen, die sich dabei auftun, wenn man diesen Weg der neuen Ökonomie mit Natur beschreitet. Unter diesem Begriff neue Ökonomie treffen drei Tendenzen oder Stränge zusammen, die alle nicht neu sind, die aber alle bisher eher regional oder sektoral begrenzt waren und nie so recht zusammengefunden haben, denen so ein bisschen das Sprungbrett auf die nächste höhere Ebene gefehlt hat. Es gibt seit langem die Initiativen, die versuchen, das Bruttoinlandsprodukt zu erweitern, um zusätzliche makroökonomische Kenngrößen, die besser abbilden oder die den Reichtum eines Landes oder den Wohlstand eines Landes besser abbilden. Da gibt es eine Initiative, die ursprünglich auf der Ebene der G8, dann der G20 initiiert wurde, wo sich Staaten verpflichtet haben oder die Finanzministerien der Staaten verpflichtet haben, buchhalterisch zu erfassen, wie hoch oder wie groß das Natur- und Kulturkapital eines Staates ist. Und diesen Wert dem Bruttoinlandprodukt praktisch beizufügen. Es gab dann auf der
Umweltkonferenz in Rio 2012 eine Parallelinitiative, bei der 12 Privatbanken eine Deklaration unterschrieben haben, die sich Naturkapitaldeklaration nennt, Nature Capital Accounting Declaration, und die eben mit dieser Initiative auf UN-Ebene bzw. auf der Ebene der G8-Nationen, G20-Nationen zusammenfiel. Und dann kam die Weltbank als dritter Akteur, der diese beiden Initiativen zusammengebracht hat. Die Initiative der Privatbanken, zu sagen, wir helfen den Staaten methodisch weiterzuentwickeln, diese Initiative, wie man denn Naturkapital, in Anführungsstrichen, da wird nicht mehr von Natur gesprochen, sondern gleich schon von Naturkapital, wie man das buchhalterisch erfassen kann. Ein zweiter Strang oder eine zweite Gruppe von Tendenzen, die es schon länger gibt und die hier jetzt mit dieser, unter diesem Begriff neue Ökonomie mit Natur zusammengefasst werden, sind Initiativen von landbesitzenden Naturschutzorganisationen, Nature Conservancy, Conservation International, Land Trust in USA und Großbritannien, der WWF, die sagen, klassischer Naturschutz hat versagt. Es braucht eine neue Finanzierungsmöglichkeit für besseren Schutz von Biodiversität. Also, nachdem Staaten versagt haben, wenden wir Naturschutzorganisationen uns dem Privatsektor, den Konzernen zu und zeigen mal, wie es gehen kann. Es gibt seit langem eine Reihe von Kooperationen und Initiativen, etwa zwischen der Nature Conservancy oder Conservation International und Konzernen wie Rio Tinto, Holcim, ArcelorMittal, BP, Shell und auch Initiativen dieser Organisationen mit den Banken. Goldman Sachs, JP Morgan, wo methodisch weiterentwickelt wird, wo Denkschmieden entstehen dafür, wie man eben diese neue Ökonomie von Natur, diese Verbindung von Grün mit Grün vorantreiben kann. Und auf UN-Ebene, wieder so ein bisschen als Mittler und Verbinder, ist diesmal nicht die Weltbank eingesprungen, sondern das Umweltprogramm der UNO, der Vereinten Nationen. Dort gibt es eine Sustainable Finance Initiative, unter anderem. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die aber auch helfen, diese privaten Ansätze, diese Ansätze zwischen dem sogenannten Privatsektor, in der Regel Großkonzerne, und Naturschutzorganisationen, in der Regel auch die, die eher als Konzerne zu verstehen sind, fördert. Ein dritter Strang oder eine dritte Tendenz, die es auch schon länger gibt und die hier zusammenläuft, ist die Überarbeitung von Raumplanungsverfahren und von Genehmigungsverfahren, die Naturzerstörung bedingen bzw. erleichtern. Also wenn ich eine Straße oder eine Eisenbahntrasse oder einen Staudamm oder eine neue Industrieanlage oder ein neues Wohngebiet ausweisen will, dann muss ich ein raumplanerisches Genehmigungsverfahren durchlaufen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass viele dieser Großprojekte Schwierigkeiten haben, diese Genehmigungsverfahren widerstandslos zu durchlaufen. Manchmal müssen sie irgendwie auch aufgeben, weil sie es nicht schaffen, durch diese raumplanerischen Verfahren durchzukommen, weil es an vielen Stellen Einspruch und Widerspruch gibt. Das gucken sich die Planer und die Interessenvertreter natürlich eine Weile an und sagen, das geht nicht mehr. So können wir nicht weiterarbeiten, das kostet zu viel. Da muss das Planungsverfahren vereinfacht werden. Und auch da sehen wir eine ganze Reihe von Initiativen auf regionaler und nationaler Ebene, in denen oder durch die Regionalplanungs- und Feststellungsverfahren vereinfacht werden, dahingehend, dass Einspruchsmöglichkeiten und Anhörungsmöglichkeiten für
Bürgerinnen und Bürger zurückgeschnitten werden. Und ich komme dann nachher bei den Beispielen nochmal ganz konkret auf zwei zurück aus Großbritannien, wo man am deutlichsten sieht, wie sich das auch schon in der Praxis sichtbar wird. Und im Hintergrund, aber gleichzeitig zurzeit noch sehr subtil und oft ganz schwer greifbar, stellen wir fest, dass es einen Umbau von Umweltgesetzgebung gibt. Sowohl auf nationaler als auch auf EU und dann auf internationaler Ebene. Da, wo früher feste Grenzwerte in der Umweltgesetzgebung verankert wurden und es kein Wenn oder Aber war, man ist gehalten, diesen Grenzwert einzuhalten. Wenn ich das als Unternehmen nicht tue, dann steht mir ein zivil- oder strafrechtliches Verfahren ins Haus, wenn man annimmt, dass die Umsetzungs- und Kontrollbehörden funktionieren. Das ist bisher die Herangehensweise unserer Umweltgesetzgebung. Ich setze eine Schadensgrenze fest oder einen Grenzwert fest, maximale Verschmutzung von Gewässern, maximaler Ausstoß von CO2, all diese Dinge, maximale Zerstörung von Wald oder anderen Habitaten, und da müssen sich die Unternehmen dran halten. Der Umbau, den wir anfangen zu sehen, weicht diese Grenzwerte auf. Da enthält die neue Gesetzgebung nach wie vor einen Grenzwert, der sagt, Verschmutzung darf nicht über diesen Grenzwert hinausgehen. Naturzerstörung darf nicht über diesen Grenzwert hinausgehen. Aber sie darf es doch, weil das ist ein Netto-Grenzwert. Das, was vorher ein absoluter Grenzwert ist, ist jetzt ein Netto-Grenzwert. Das heißt, wenn ich ein anderes Unternehmen irgendwo finde, was unterhalb des Grenzwertes wirtschaftet, dann kann dieses Unternehmen mir das Verschmutzungsrecht oder Verschmutzungspotenzial, was sie noch nie ausgeschöpft haben, verkaufen. Und ich kann damit über den Grenzwert hinausgehen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, weil jemand anders hat sich ja verpflichtet, dementsprechend unterm Grenzwert zu bleiben. Netto bleibt es also bei der gleichen Höchstverschmutzungsmenge. In der Realität ändert sich aber ganz viel. Es werden die maximalen Verschmutzungsgrenzwerte, die es bisher gab, gleichzeitig zu Minimalwerten. Weil wenn ich als Unternehmen mein Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe, habe ich ein wertvolles Potenzial, was ich verkaufen kann. Das heißt, das, was ich wäre vorher vielleicht nie an diese Grenze herangekommen. Jetzt kann ich dieses Potenzial verkaufen. Und damit wird die Obergrenze faktisch zur Untergrenze. Weil es natürlich fast immer in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, was auch an die Grenzen von Zugang zu sogenannten Rohstoffen kommt, immer Interesse daran geben wird, gesetzlich festgesetzte Grenzwerte zu überschreiten. Das kann man spiegelbildlich machen mit Naturzerstörung. Da, wo heute Grenzwerte festgelegt werden dafür, wie viel Wald ich zerstören darf, etwa, wird auch diese Obergrenze von Zerstörung faktisch zur Untergrenze. Weil das, was mir zusteht was mir rechtlich zusteht an Zerstörungspotenzial, wenn ich nicht selber nutze, dann mache ich es zu gutem Geld, indem ich mein Recht an jemand anderes verkaufe, an ein anderes Unternehmen verkaufe, was die Grenze bereits erreicht hat. Was ist das Spiegelbild zu dem, wie heute Klimaschutz betrieben wird von den Staaten? Im Kyoto-Protokoll 1997
wurde eine Oberverschmutzungsgrenze für Industrienationen festgelegt. Wir kennen das unter einem anderen Begriff. Industrienationen haben sich dazu verpflichtet, ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 um 5% zu reduzieren. So wurde es uns immer dargestellt und erklärt. Viel interessanter als die 5% Reduktion ist aber das jetzt verbriefte Recht, weiterhin 95% der Emissionen im Vergleich zu 1990 auszustoßen. Das war vorher kein Recht. Das war vorher etwas, was Staaten in einem nicht regulierten Raum der Atmosphäre getan haben. Jetzt haben sie das verbriefte Recht weitergegeben an Unternehmen, die Emissionen produzieren, 95% des Ausstoßes, den sie 1990 getätigt haben, weiterhin zu tätigen. Daraus ist dann auch der Emissionshandel entstanden, weil man gesagt hat, na gut, wir haben jetzt irgendwie die Industrieländer haben sich verpflichtet, diese Reduktionen durchzuführen, aber wir möchten ein bisschen Flexibilität an die Hand geben, wie man dieses doch sehr ehrgeizige, sogar die Sprachregelung, Ziel erreicht. Wie erreicht man diese Flexibilität? Indem man sogenannte marktorientierte Instrumente in diese Umweltgesetzgebung, Kyoto-Protokoll einführt. Ich muss diese 5% nicht zu Hause reduzieren oder auf meinem eigenen Fabrikgelände, in meinen eigenen Raffinerien, in meinem eigenen Kraftwerk reduzieren. Ich kann, wenn ich zugestandenes Volumen aufgebraucht habe an Emissionen, auch gucken, ob nicht noch jemand da ist, der sein zugestandenes Volumen an CO2-Ausstoß noch nicht ausgeschöpft hat. Und dann kaufe ich die dem ab. Auch damit ist die maximale die Obergrenze zur Untergrenze geworden. Und was noch viel interessanter ist im Zusammenhang mit Emissions- oder Verschmutzungszertifikaten, da wurde aus dem Nichts ein Wert geschaffen, ein ökonomischer. Weil diese Verschmutzungszertifikate, die tauchen in den Bilanzen der Staaten auf und die tauchen natürlich auch in den Firmenbilanzen auf. RWE, E.ON, Holcim, alle haben jetzt eine Zeile in ihren Bilanzen, die sagt, ich besitze so und so viele Emissionszertifikate, die haben diesen Wert und damit hat sich mein Konzernvermögen um diesen Wert gesteigert. Natürlich sagen Sie, naja, das kann man nicht so einfach rechnen, weil ich muss ja auch all meine Emissionen immer abgleichen. Für jede Tonne Emissionen muss irgendwo so ein Zertifikat herkommen. Deshalb habe ich vielleicht heute einen Gewinn, aber in 10 Jahren, wenn irgendwann der Preis von CO2-Zertifikaten auf dem Weltmarkt steigt, dann kann sich ja der Gewinn in Verlust umrechnen. Aber heute hat man hier aus dem Nichts, oder nicht aus dem Nichts, aber hat man aus der allmende Atmosphäre ein privates Gut, Emissions- oder Verschmutzungsrecht geschaffen. Da gab es keine Diskussion in unserem Parlament dazu. Da hat auch keiner gefragt, und wieso kriegen die das umsonst? Und wieso kriegen wir als Staaten das umsonst? Wir schaffen aus dem Nichts einen neuen Wert, der einigen geschenkt wird. Das ist klasse. Hätte ich auch gerne gemacht. Hat mir aber keiner angeboten. Und ich sage das jetzt irgendwie, oder ich gehe da jetzt so weit, also ausführlich darauf ein, weil ich nachher nochmal zurückkommen möchte auf die Vorreiterrolle, auf die Rolle, die der Emissionshandel als Sprungbrett gespielt hat für diese anderen Tendenzen, auch marktbasierte Instrumente
für andere Bereiche von Naturschutzgesetzgebung einzuführen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Oder vielleicht noch zu sagen, ein anderes Beispiel, wo man diesen langsamen, stetigen Umbau von Umweltgesetzgebung auch noch sehen kann, ist in Verbindung mit der Biodiversitätskonvention, die dann runtergebrochen wurde auf die sogenannte Biodiversitätsstrategie der EU, die dann alle EU-Mitgliedsländer auch umgesetzt haben. Dort gab es ein Ziel der Biodiversitätsstrategie, das hieß, bis zum Jahr 2010 stoppt die EU den Verlust von Biodiversität. Und dann kam das Jahr 2010 und der Verlust von Biodiversität war alles andere als gestoppt. Wenn man aber einmal so eine Strategie hat, dann kann man die nicht einfach im Sande verlaufen lassen. Dann wird die überarbeitet, dann wird sich ein neues Ziel gesteckt. In diesem Überarbeitungsprozess hat man gesagt, naja, das ist ja jetzt nicht so schön, wenn wir in 10 Jahren wieder dastehen und sagen, wir haben das schon wieder nicht geschafft. Also machen wir es uns jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Das wurde natürlich nicht so gesagt, aber wenn man sich anguckt, was da abgelaufen ist, dann war es faktisch so. Aus dem Ziel, wir wollen, die EU will, den Verlust von Biodiversität stoppen, wurde ein Ziel, das immer noch sagt, wir wollen den Verlust von Biodiversität stoppen, in dem Maßnahmenkatalog, wie man das erreichen will, wurde aber dann eine neue Option aufgenommen. Ich kann das tun, Äquivalenz zum Emissionshandel, ich kann zu Hause aufhören oder meine Produktionsverfahren ändern und meinen Emissionsausstoß reduzieren. Äquivalent dazu, ich kann in meiner Region, in meinem Produktionsbereich, in meinem Land Wirtschaften so ändern, dass es keinen Biodiversitätsverlust mehr gibt. Oder jetzt die neue Option, die eingebaut wurde. Wir gehen vom Brutto, kein Verlust, zu Netto. Kein Verlust, aber das muss nicht überall sein. Ich kann also an einer Stelle doch noch was verlieren, wenn mir jemand anders woanders verspricht, dass er weniger verliert, als er eigentlich geplant hatte. No net biodiversity loss. Das schon beschlossen. Beziehungsweise was beschlossen ist, ist, dass das eine der Optionen sein soll, mit denen dieses neue Ziel der EU, den Verlust von Biodiversität Einhalt zu gebieten, erreicht werden kann. Und da gibt es jetzt Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, wie man das denn operationalisieren kann. Und das läuft seinen Gang, das wird lange dauern, da werden viele Probleme auftauchen, aber auf Länderebene, haben wir die letzten 2 Tage auch gehört, wird schon ganz viel vorbereitet. Da werden neue Kartierungen auf den Weg gebracht, die schon als Wegbereiter dienen, um irgendwann diese neue Option, Maßnahmenoption dann auch umzusetzen. Auch da, wenn ich Zeit habe, komme ich nachher nochmal zurück, beziehungsweise etwas, was ich gerne in der Diskussion nochmal ansprechen würde. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema für Studierende, die nach Themen für Master und andere Arbeiten suchen, mal zu gucken, was denn eigentlich in Österreich schon läuft in Bezug auf Initiativen, die hier den Weg bereiten für diese neue Ökonomie mit Natur. Und ich glaube, man wäre ganz überrascht, was man da alles so findet. Jetzt ein paar Argumente, die immer wieder in der Diskussion auftauchen. Warum braucht es eine neue Ökonomie mit Natur? Pawan Sukhdev ist Ökonom, hat lange für die Deutsche Bank gearbeitet und wurde dann zum Autor einer inzwischen ganz berühmten Studie, ganz viel, nur berühmte nicht, aber ganz viel zitierte Studie, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Die Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität. Da hat er beschrieben, warum Natur immer noch verloren wird und zerstört wird.
Er hat in einem Interview mit der Zeitung Focus im Jahr 2008 seinen Gedankengang, der diese Studie, Teamstudie, ganz entscheidend geprägt hat, sehr auf den Punkt gebracht. Und ich würde da gerne ein bisschen Zeit mit diesem Zitat mit Ihnen und euch verbringen. Wir nutzen Natur, weil sie wertvoll ist. Aber wir verlieren sie, weil sie kostenlos ist. Derzeit bezahlt niemand für die Leistungen, die uns Ökosysteme bieten. Deshalb erhalten die Menschen, die diese Systeme erhalten sollen, auch kein Geld dafür. Es fehlt also ein wirtschaftlicher Anreiz, das Richtige zu tun. Deshalb müssen wir erst einmal einen Markt schaffen. Und da möchte ich nochmal auf ganz viele Punkte eigentlich eingehen, weil dieser eine Satz erklärt, oder dieser eine Absatz erklärt, warum dieser Ansatz der neuen Ökonomie mit Natur so viel Anhang gefunden hat. Da ist für alle was drin. Da kann er nach dem ersten Satz aufhören, wenn er redet mit einer Zielgruppe, von der er weiß, dass sie erstmal kritisch Märkten gegenüberstehen. Natur ist wertvoll und wir nutzen sie deshalb. Da sagen viele, ja, stimmt. Wir verlieren sie, weil sie nichts kostet. Da sagen auch noch viele, ja, das stimmt. Und den Rest, den lasse ich erstmal weg für die, die vielleicht ein bisschen allergisch reagieren, wenn ich mit Geld anfange. Und den anderen Rest, den lasse ich erst recht weg, wenn ich weiß, dass die, zu denen ich rede, erstmal kritisch Märkten und Marktmechanismen gegenüber eingestellt sind. Und er benutzt außerdem 4 Begriffe, irgendwie synonym, und gleichzeitig sagt er, die sind aber nicht dasselbe. Wertvoll hat einen Wert und dann setzt er das fast gleich mit Kosten und Preis. Aber es ist so formuliert, dass er mir gleichzeitig, wenn ich sage, ja, aber Wert und Preis ist doch nicht dasselbe, dann kann er sagen, das habe ich nicht gesagt. Stimme ich Ihnen zu, Frau Kill? Wert und Preis muss man auseinanderhalten, das darf man nicht mischen. Und gleichzeitig tut er genau das in den weiteren Sätzen. Leute erhalten kein Geld. Und deshalb fehlt der Anreiz. Und wie soll man einen Markt schaffen, wenn man nicht doch ein Preisschild an diese Ökosystemleistung packt? Irgendwann mal eine Diskussion zwischen Pavan Sukhdev und einem Kritiker seines Ansatzes gehört, wo er darauf bestanden hat, dass er den Unterschied zwischen Wert und Preis kennt und sie nicht als Erklärung setzt. Wenn ich mir diesen Satz angucke, dann finde ich das schwer nachzuvollziehen. Aber es ist sehr geschickt gemacht, weil man sich, wie gesagt, für alle Interessengruppen, nicht für alle, die ganz kritischen, die fallen hier auf, aber für fast alle, die so ein schlechtes Bauchgefühl damit haben, einen neuen Markt mit Natur aufzubauen, die finden hier in dem Absatz immer noch genug, um zu sagen, doch, das Risiko kann man noch einnehmen, da mal ein Stück weit mitzugehen. Und die Frage ist, kann ich ein Stück weit mitgehen und dann den Rest nicht mehr? Oder werde ich dann einfach mitgeschwemmt im Sog derer, die sagen, und jetzt wird es für uns erst richtig interessant, auf dem Weg hin zur Konstruktion eines Marktes und eines Handels. Kann ich irgendwann sagen, nee, das will ich aber nicht mehr, wenn ich anfangs gesagt habe, ja, Natur einen Preis beizumessen, Natur monetär auszudrücken, kann ja sinnvoll sein. Da kommen wir vielleicht am Schluss auch nochmal drauf zurück. Und er ist auch jemand, der sehr gut, sehr eloquent vortragen kann. Für diejenigen, die TED-Vorlesungen sich im Internet hin und wieder mal angucken, diese 15 Minuten sehr motivierenden, sehr motivationsgeladenen Vorträge, sehr amerikanisch gemacht. Er kann sich Pavan Sukhdev bei einem dieser TED-Vorträge angucken.
wo er unter anderem ganz klar, ganz überzeugt sagt, die ökonomische Unsichtbarkeit von Natur, die muss aufhören. Und dann erklärt er, warum man nur, wenn man diese ökonomische Unsichtbarkeit von Natur aufhebt, Natur wird. Andere Argumente, die man hört von Naturschutzorganisationen, von Vertreterinnen, die eine ökologische Ökonomie vertreten, Hermann Daly und andere, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das World Business Council for Sustainable Development, die sagen, Natur muss für den Privatsektor und für politische Entscheidungsträger sichtbar werden. Noch 5 Minuten und dann. Wir leben in einer Welt, in der harte Fakten und Zahlen zählen und überzeugen. Deshalb müssen wir das nutzen, um Natur besser schützen zu können. Und dann aus dieser Broschüre, die ich am Anfang gezeigt habe, des World Business Council for Sustainable Development, eines der Unternehmen sagt, ja, wenn wir nur wüssten und Instrumente an der Hand hätten, um diese Werte von Biodiversität in unsere Arbeitsabläufe und in unsere Entscheidungen einzubauen, wenn wir das nur hätten, dann könnten wir unser Wirtschaften völlig umkrempeln. Das steht da. Wer glaubt das? Dass es ihnen nur an diesen Zahlen fehlt und dass dieses Wissen tatsächlich das Wirtschaften von diesen Konzernen wird, die essentiell auf den Zugang zu Rohstoffen angewiesen sind. Naturzerstörerische Aktivitäten, die auch nicht weniger naturzerstörerisch werden, wenn ich weiß, wie hoch der Wert von Biodiversität ist, den ich zerstöre. Die sagen, wenn ich jetzt nur das Handwerkszeug an der Hand hätte, dann könnte ich ja alles entscheiden. Man muss jetzt ein paar Sachen überspringen, weil wir sonst mit der Zeit nicht hinkommen und da vielleicht am Schluss nochmal drauf eingehen. Es gibt gab eine ganze Reihe Beschleuniger, Wegbereiter und Steigbügelhalter, die diesen Weg hin zu einer neuen Ökonomie vorbereitet haben. Die Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention, 2011 zum Beispiel, da gab es parallel zu dieser Konferenz der Staaten einen International Business and Ecosystem Day. Organisiert von IUCN und dem World Business Council for Sustainable Development, wo sie auch die Naturschutzorganisationen, den Privatsektor zusammengebracht haben, um am Rande dieser großen Biodiversitätskonferenz zu zeigen, wie internationale Konzerne Ökosysteme schützen. Ein Beitrag zur Lösung der Biodiversitätskrise leisten. Nicht mehr als Problem anzusehen sind, sondern als Teil der Lösung anzusehen sind. Das Kyoto-Protokoll, da hatte ich vorhin schon drüber gesprochen, wie dieses quantitative Ziel ein Sprungbrett wurde, mit dem ein marktbasiertes Instrument eingeführt wurde, der Handel mit Emissionszertifikaten, der dann sozusagen ganz viele Foren eröffnet hat. Es gab auf einmal Universitätskurse, es gab Consulting-Organisationen, die Methoden entwickelt haben, Arbeitsplätze geschaffen haben, da sind ganze Karrieren entstanden im Nachgang des Kyoto-Protokolls, die dann natürlich auch ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben für die Umsetzung eines ähnlichen Handelssystems, Markt schaffen, wie Paron Zuchter das beschrieben hat, auch für Biodiversität. Nicholas Stern ist ein Engländer, der einen Bericht geschrieben hat zum Thema, dass es auch ökonomisch Sinn macht, Emissionen zu verringern. Und er hat sich da ganz besonders festgelegt oder ganz viel geschrieben, auch zum Thema Emissionen, die durch Waldverlust entstehen. Und in diesem Bericht hat er beschrieben, dass ein Mechanismus, der RED heißt, Reduktion von Emissionen aus Entwaldung und Degradierung von Waldflächen, RED, die englische Abkürzung, ein kostengünstiger und einfach und kurzfristig umsetzbarer Mechanismus ist, um diese Emissionen aus Waldzerstörung zu reduzieren.
Da hat sich seit der Veröffentlichung dieses Berichtes herausgestellt, dass die Zahlen, die er angegeben hat, um Größenordnung zu niedrig waren, dass dieses Instrument RED weder kostengünstig ist, noch einfach, noch schnell umsetzbar. Und trotzdem wird dieser Bericht bis heute überall immer wieder zitiert als Beispiel dafür, wie effizient und effektiv marktbasierte Instrumente sind, um Naturschutz zu betreiben. Auch in Brasilien wurde 2012 das Waldgesetz reformiert. Früher, dass die alte Version des Waldgesetzes besagte, je nachdem, wo ich mich befinde, als Landbesitzer oder Konzessionär, muss ich zwischen 20% und 80% der Waldfläche auf meiner Konzession oder auf meinem Land schützen. Ich darf nur zwischen 20% und 80% nutzen. Wenn ich im Amazonas zum Beispiel meine Lizenz, meine Konzession habe, kann ich auf 20% meiner Konzessionsfläche abholzen und die anderen 80%, die muss ich erhalten. Dann kam die Revision der Gesetzgebung und da stellte sich raus, dass natürlich irgendwie viele Waldbesitzer, viele Konzessionäre sich an diese Gesetzgebung nicht gehalten haben. Auf diesen Tatbestand kann man unterschiedlich reagieren. Da hatte die brasilianische Regierung schon angefangen zu reagieren und hat gesagt, wir müssen unsere Kontrollbehörden mal ein bisschen aufstocken und stärken. Und in der Tat, in den Jahren ab 2007/08 ging auch die Entwaldungsrate im Amazonas zurück. Es gab zum Teil sehr heftige, vom Militär unterstützte Aktionen, mit denen illegaler Waldeinschlag auf großer Fläche organisiert unterbunden wurde. Das ist aber nicht der Weg, den das überarbeitete Waldgesetz weitergegangen ist, indem es sagt, das ist ein Ansatz, der hat gezeigt, dass er Potenzial hat, da setzen wir jetzt mal drauf. Nee, das neue Waldgesetz hat einen anderen Weg eingeschlagen. Es hat gesagt, weiterhin sollen in der Amazonasregion maximal 20% der Konzession oder des Landbesitzes nutzbar sein. Der Landbesitzer oder Landnutzer hat jetzt zwei Optionen. Entweder er forstet die Fläche, die er unrechtmäßig eingeschlagen hat, wieder auf, oder er verliert den Zugang zu subventionierten Krediten. Das war der Hammer oder der Anreiz, das tatsächlich zu tun. Oder wir haben jetzt so eine neue Handelsbörse in Rio eingerichtet. Die nennt sich Bolsa Verde Rio de Janeiro. Grüne Börse Rio de Janeiro. Das ist eine Handelsbörse, äquivalent der Börsen, an denen auch Währungen oder Nahrungsmittel oder Öl oder ähnliches gehandelt wird. Und da gibt es ein Register, da gibt es eine Handelsplattform, da werden Zertifikate für Waldschutz gehandelt. Wenn ich also mehr als 20% meiner Konzession, meines Landes zerstört habe und mir das jetzt irgendwie zu ökonomisch nicht sinnig erscheint, das aufzuforsten oder es bei den 20% zu belassen, dann kann ich gucken in dieser Bolsa Verde, in dieser Handelsplattform, was denn so im Angebot ist. Wer denn ein Waldschutzzertifikat übrig hat. Da kommen wir wieder zurück auf die Sache am Anfang. Allen steht per Gesetz zu, 20% ihrer Konzession zu entwalden. Wenn ich darunter bleibe, dann hat diese Differenz zwischen dem, was ich schon zerstört habe, und dem, was mir das Gesetz zugesteht, mit der Revision des Waldgesetzes einen ökonomischen Wert bekommen, einen Preis. Indem ich nämlich diese nicht genutzte Fläche, die ich zerstören darf, an dieser Börse anbiete. Das hat so weit geführt, dass kluge Köpfe, geschlagene Köpfe, gedacht haben, das ist ja prima. Da hinten, 5 Tagesreisen mit dem Boot, gibt es noch so eine Konzession im Angebot. Relativ billig, weil da niemand drauf gekommen wäre, da weder Holz rauszuholen noch sonst was. Oder Soja anzubauen, weil es viel zu unzugänglich ist. Ich kaufe jetzt mal die Konzession, pachte sie und damit erhalte ich natürlich das Recht,
20% dieser Konzession zu entfallen. Denke ich natürlich nicht dran, weil das rechnet sich nicht. Kann aber Zertifikate, Schutzzertifikate, äquivalent dieser 20% jetzt an der Börse anbieten. Die Konsequenz ist, dass da, wo sich Entwaldung wirtschaftlich lohnt, an den Grenzen, an den Frontiers der Entwaldung, natürlich alle bezahlen werden für so ein zusätzliches Schutzzertifikat, weil sie damit Geld machen. Auch das ein schon existierendes Beispiel dafür, wie Obergrenzen dann zu Untergrenzen werden und wie wir langsam den Umbau von Umweltgesetzgebung miterleben.